herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von So schmeckt, heute aus London. Ich bin eure Reisereporterin Leo und ich werde mich mal umschauen, was diese Stadt kulinarisch so zu bieten hat. Wenn man an England denkt, denkt man ja immer sofort an Fish and Chips. Aber London ist natürlich eine Weltmetropole, die nach allem Möglichen schmeckt, aber nicht nur nach traditionellen Gerichten. Und ich nehme euch mit. Ich starte meine kulinarische Reise durch London hier auf dem Borough Market, 2 Gehminuten von der London Bridge entfernt. Und der Borough Market ist einer der ältesten Lebensmittelmärkte in London, findet schon seit dem 13. Jahrhundert genau hier an diesem Ort statt. Und ich gönne mir jetzt mal als erstes indisches Streetfood. So, das sieht auf jeden Fall schon mal fantastisch aus. Das ist Dosa, so eine Art Crepe aus Linsen, gefüllt mit Kartoffeln und allem möglichen anderen geilen Scheiß. Und ich beiß da jetzt mal rein. Es riecht halt richtig geil nach indischen Gewürzen einfach. Ich liebe das. Das ist geil. Das hat eine geile Konsistenz, weil das ist außen mega knusprig und innen ist es weich und dann so ein bisschen scharf im Abgang, aber nicht zu scharf. Das ist auf jeden Fall schon mal mein erster Tipp für London. Wenn ihr nicht wahnsinnig viel Geld für Essen ausgeben wollt, dann geht auf die Markets, geht zu den Streetfood-Ständen. Da gibt es richtig leckeres Essen. Für gar nicht mal so viel Geld. Also das hat jetzt zum Beispiel 6 Pfund gekostet. Also umgerechnet ungefähr 8 €. Okay, ist vielleicht ein bisschen teurer als jetzt auf einem deutschen Markt, aber dafür kriegt man so eine Riesenportion, die man sich auch easy teilen könnte. Und hat ein richtig tolles Essen. So, ich habe mich jetzt hier zum Boden von meiner Schüssel vorgearbeitet. Da gibt es noch so eine Art warmen Kichererbsensalat mit Granatapfel und irgendwie so Chutneys. Das ist ja auch so ein englisches Ding, also mit so einer Art Dressing. Ist auf jeden Fall warm. A few moments later. Mm. 6½ hours later. Mhm. Mhm. 2000 years later. What are you waiting for? Kann gar nichts sagen. Geil. Also erstens liebe ich Kichererbsen über alles. Ich würde für Kichererbsen sterben. Und mit dem Granatapfel da drin, das ist so eine geile Mischung aus süß und würzig. Und warme Kichererbsen, das ist ja mega lecker. Mega geil. Hinter mir ist der Eingang zum Glück. Wir stehen am Kingly Court, im Zentrum von London, ganz in der Nähe von der Oxford Street. Und das ist so eine Art Essenshinterhof mit ganz vielen verschiedenen Restaurants. Egal ob zum Lunch oder zum Dinner, hier findet man auf jeden Fall was sehr, sehr Leckeres. Und ich suche mir da jetzt mal was aus. Ich gönne mir jetzt mal einen Cocktail, damit der Nieselregen hier besser zu ertragen ist. Und zwar ein Dirty Litchi, anscheinend mit Litchi-Püree und Rum. Ich bin gespannt. Okay, er schmeckt richtig geil. Das prickelt so im Mund fast schon. Ein bisschen sauer, aber gleichzeitig irgendwie süß. Voll abgefahren, aber er schmeckt richtig lecker. Oh mein Gott, voll der Geschmacksorgasmus, ohne Witz. Zur Vorspeise gibt es heute ganz klassisch asiatisch, Edamame. Eins meiner Lieblingsessen und Lieblingsvorspeisen. Und ich bin mal gespannt, wie die hier schmeckt. Also, ich muss sagen, wir sind echt auf dem Punkt, genau richtig. Manchmal sind die ja zu hart
oder irgendwie zu weich. Die sind richtig, richtig lecker. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Edamame gegessen habt, aber solltet ihr auf jeden Fall tun. Was ich an London ganz besonders mag, ist, dass es hier kulinarisch wirklich alles gibt. Und heute esse ich mal eine Ramensuppe, vegan mit Tofu und Seegras. Bin mal gespannt, wie die schmeckt. Und einem sehr lustigen Holzlöffel. Oh, lecker. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Geschmack kennt. So von Miso-Suppe. So ähnlich schmeckt das, nur noch 10-mal geiler ungefähr. Ey, wir müssen hier nochmal herkommen. Ohne Witz jetzt, da gibt es glutenfreie, vegane Waffel. Oh mein Gott, ich komme hier morgen wieder her. So, ist beschlossene Sache. Hier gibt es alles im Kingly Court. I love it. Und stehen vor Ben's Cookies. Das sind die allerbesten Cookies der Welt. Da ich sie aber leider nicht probieren darf, weil ich ja glutenfrei lebe, habe ich hier Mariella, meine Testperson. Die kennt ihr ja vielleicht noch aus dem Video Zeig mir deine Stadt. Und sie wird jetzt für uns hier mal die Cookies testen, weil die können wir euch auf keinen Fall vorenthalten. Are you ready to try the cookies? Ready. Let's go. Okay, which one did you get? I got the peanut and milk chocolate. It looks so good. Delicious. So they are, oh my god, I want to die. So they are really big. Also wie ihr seht, sind diese Kekse riesengroß. Und das Geile daran ist, dass die immer noch so ein bisschen warm sind und innen drin so chunky, right? They are like soft on the inside. Yeah, chewy and warm. They're so fresh. They bake them like about an hour before you eat them. So go for it. Das ist der Moment, wo ich mir wünschen würde, nicht so eine Ernährungsweise zu haben, wie ich sie habe, weil ich habe sie ja früher gegessen und ich weiß ja, wie unfassbar gut die schmecken. So what do they taste like? Really delicious, so really melty chocolate and the peanuts nice and crunchy and it's sort of crisp on the outside and sort of gooey and chewy on the inside, so yeah. Would you agree that the Ben's cookies are the best cookies in the world? Yeah, I would have to agree with you. You have good taste in cookies. Thank you. Yeah. Wir sind jetzt hier in Shoreditch in Ost-London und Ost-London hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig entwickelt. Von einer Gegend, in der man eher nicht ganz so gerne war, hin zu der hipsten Area in London. Hier in der Nähe ist zum Beispiel die Brick Lane, wo es super viel Street Art gibt und coole Läden. Und wir sind aber heute zum Essen hier und zwar in einem Restaurant, was komplett vegan ist. Das ist natürlich wieder was für mich. Das heißt Genesis und noch dazu ist es sehr Instagrammable. Also es gefällt mir hier gut mit der rosanen Einrichtung. Und ich habe mir jetzt mal was Leckeres bestellt, und zwar einen Salat und ein glutenfreies Bier. Und ich bin sehr gespannt, ob das meinen Erwartungen entspricht. So, ich habe mir jetzt ein glutenfreies Bier bestellt, und zwar ist das aus Quinoa. Ich bin ja glutenfrei und es ist super schwer für mich Bier zu trinken. Dabei trinke ich eigentlich gerne Bier, wie sehr viele Menschen in Deutschland. Und ich bin mal gespannt, ob das an richtiges Bier rankommt. Schmeckt sehr herb, überraschenderweise.
Aber lecker. Oh, ich habe schon so lange kein Bier mehr getrunken. Sehr, sehr lecker. Kaltes, glutenfreies Bier. Also mein Essen ist gekommen. Okay, Pommes sind jetzt vielleicht nicht so originell, hatte ich aber einfach Bock drauf, weil Pommes sind immer eine gute Idee. Aber hier habe ich einen orientalischen Salat, bestehend aus Kichererbsen, mal wieder, Kale, Blumenkohl und irgendwas, was lila aussieht, aber bestimmt auch essbar ist. Alles vegan. Also auch die Soße, die so aussieht wie Joghurt, ist auch vegan. Und ich werde das jetzt mal probieren. Ich muss sagen, es ist schon ganz geil, mal wieder so ein cremiges Dressing zu essen. Weil seit ich vegan bin, esse ich ja natürlich kein Joghurt-Dressing oder sowas mehr. Und das ist halt, finde ich, immer richtig cool an so Orten, dass man hier reingehen kann, einfach alles essen kann als Veganer. Auch als Nicht-Veganer übrigens, weil es nämlich trotzdem sehr, sehr lecker ist. Das ist eine sehr gute Kombination aus gesundem Gemüse und leckerem Dressing. Wisst ihr, das schmeckt ein bisschen geräuchert. Es hat irgendwie so ein leichtes Räucheraroma. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber es ist auf jeden Fall sehr geil. Hier ist auch noch Kürbis mit drin. Voll der Überraschungssalat. Und was ich immer richtig geil finde an so Salat ist, wenn da irgendwas drin ist, was knusprig ist. Und hier drin sind Mandelsplitter, noch irgendwelche Kerne und wieder Granatapfelkerne. Hatte auf jeden Fall mal wieder einen richtigen Riecher. Ich bin zurück in Kingly Court, weil ich ja entdeckt habe, dass es hier ein Restaurant gibt, in dem es glutenfreie vegane Waffeln gibt. Aber es kommt noch besser. Es gibt hier auch glutenfreie vegane Burger. Halleluja! Davon habe ich mir jetzt einen bestellt, weil ich konnte natürlich nicht widerstehen. Und ich bin jetzt echt mal super gespannt, wie der schmeckt. Ja. So weit kriege ich meinen Mund nicht auf. Abgesehen davon, dass man nicht alles gleichzeitig in den Mund kriegt, ist es sehr, sehr lecker. Der Bun ist total schön lecker weich. Ich kann gar nicht glauben, dass der glutenfrei ist. Und die Seitan-Dinger sind sehr knusprig und es ist ein bisschen spicy. Und auf jeden Fall, glaube ich, die richtige Wahl. Durch London in einem traditionellen englischen Pub mit einem halben Pint of Cider. Das ist ein englischer Apfelwein, der sehr erfrischend schmeckt und auch nicht so wahnsinnig viel Alkohol hat. Also das kann man sich gut mal nach einem langen Tag hier in der englischen Hauptstadt gönnen. Und wie ihr gemerkt habt, schmeckt London nicht unbedingt nur nach England, sondern es schmeckt eigentlich nach der ganzen Welt. Gerade die asiatische und indische Küche ist hier sehr verwurzelt. Es gibt eine wahnsinnig große Street-Food-Kultur, es gibt Food-Markets. Also ich glaube, man muss sich einfach mal durch alles durchprobieren und diese ganzen Gerüche und Geschmäcker in sich aufnehmen. Mir hat es auf jeden Fall geschmeckt. Ich rolle jetzt zum Flughafen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Channel. Ich sage Cheers und bis zum nächsten Mal.